Herzlich willkommen bei André talkt anderswo. Der Talkshow mit mutigen und wahnsinnigen Geschichten. Von und mit André Christen. Und das bin ich mit dem Podlog 515 am Montag, den 29. April 2024. Es ist 22 Uhr und wir haben 12 Grad Außentemperatur in Musselboro. Ich bin zurück am Stellplatz in der Stadt, da ich morgen nochmal in der Stadt ein paar Sachen erledigen möchte und dann einfach hier direkt auch parken kann. Bin extra heute Abend rübergefahren, weil der kleine Parkplatz hier dann sehr leer ist und ich da einen guten Parkplatz erwischen kann. Oder ja, das war die Hoffnung und das hat auch tatsächlich geklappt. Ich war erst um 8 erst hier abends. Und da war mein Platz, wo ich neulich schon 2 Nächte stand, war auch wieder frei. Mittlerweile ist noch mal ein Wohnmobil dazugekommen und ein Minicamper, so ein Kastenwagen, hätte ich beinahe gesagt. Kein richtiger Kastenwagen, diese ja Minicamper wie zum Beispiel von VW oder Peugeot oder Renault, diese kleinen, oder von Dacia gibt es dann auch den Dogger, und ja, die halt hinten so ein bisschen höher sind. So, jemand steht jetzt neben mir und das Wohnmobil, das andere, steht so schräg gegenüber. Ja, ich hoffe mal, dass das alles so gut geht. Das ist natürlich immer mit solchen Plätzen, deshalb bin ich ja auch nochmal aus der Stadt rausgefahren auf den Park-and-Ride-Parkplatz. Mit solchen Plätzen in der Stadt ist das immer so ein bisschen, ich mag das nicht so überstrapazieren. Und wenn dann hier jetzt schon 3 Campingfahrzeuge stehen, finde ich immer nicht so toll, aber ja, ich war nun mal jetzt der Erste und die anderen kamen dann dazu. Hoffen wir mal, dass das gut geht, dass der Platz dann nicht verbrannt ist. Ich werde, denke ich, morgen dann auch wieder hier wegfahren, wieder aus der Stadt raus. Wahrscheinlich wieder auf diesen Park-and-Ride-Parkplatz, nehme ich mal an. Ansonsten habe ich heute ein tolles privates Meeting gehabt. Das hat mich sehr gefreut mit einer lieben Freundin und habe aber eben auch gearbeitet. Habe mir dann heute Abend noch was gekocht. Außerhalb von Musselboro. Ich bin nämlich noch mal zum Ver- und Entsorgen außerhalb von der Stadt gefahren, an eine Tankstelle, und dort dann noch mal zu einem ehemaligen Industriegelände, und habe dort dann Abendbrot gekocht und gegessen und bin dann hier in die Stadt reingefahren. So war mein Tag. Das war's für Montag. Und dir wünsche ich jetzt einen wunderschönen Tag irgendwo anderswo. Ganz lieben Dank fürs Einschalten bei André talkt anderswo. Wenn du noch mehr hören möchtest, schau gerne bei andre-anderswo.de vorbei.